Bahnfahren tut der Umwelt gut. Das ist allseits bekannt, denn mit dem Verzicht auf Auto oder Flugzeug werden Unmengen an CO2 eingespart. Die ÖBB gehen mit der Umweltinitiative Green Points einen Schritt weiter. Bahnfahrer können nicht nur passiv durch das Fahren mit dem Zug einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, sondern auch aktiv durch die gezielte Unterstützung eines bestimmten Umweltprojektes. Ob man ein Herz für bedrohte Tierarten hat, einen Wald pflanzen oder die Großstadt grüner machen möchte, jeder kann einen Beitrag leisten zu einem schönen und lebenswerten Österreich. Mit der Green Points App können beim Bahnfahren Kilometer für Kilometer Green Points gesammelt und diese dann dem Naturprojekt der Wahl gewidmet werden. Sobald eine bestimmte Zahl an Green Points für das Projekt erreicht ist, beginnen die ÖBB mit der Umsetzung. Der Bahnhof Macheck liegt ganz in der Nähe der Machauen an der Grenze zur Slowakei. Hier wurden nahezu 70% aller heimischen Amphibienarten, wie etwa die Wasserfrösche, aber auch die sehr seltene Rotbauchunke oder der Donaukammmolch nachgewiesen. Sie gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten in Österreich. Früher einmal hatten sie hier in diesem Tümpel auf einem Grundstück der ÖBB eines ihrer wichtigsten Reproduktionsgewässer. Aber seit der Regulierung von Marsch und Theier sowie durch intensive landwirtschaftliche Nutzung können die beiden Flüsse nicht mehr ausreichend neues Augewässer schaffen. Derzeit ist es so, dass Senken und Tümpel, wie wir sie hier sehen, im Frühjahr zu früh austrocknen. Dadurch fehlt vielen Amphibienarten der Lebensraum. Durch das zu frühe Austrocknen hat die Artenvielfalt hier massiv abgenommen. Einige der Amphibienarten könnten schon bald aussterben. Die Amphibien an der unteren Mach sind auf Tümpel angewiesen. Zum Beispiel nicht auf solche Altarme, die ganzjährig Wasser führen, weil da sind Fische, die fressen ja die aufkommenden Amphibien. Also Tümpel brauchen die Amphibien. Und wir haben hier sehr seltene Arten, gefährdete Arten. Mit dem Projekt Ein Paradies für Amphibien soll gemeinsam mit dem WWF neuer Lebensraum geschaffen werden. Dazu bedarf es eines etwas tieferen Tümpels. Durch den Tümpel wird sichergestellt, dass das Gewässer nicht austrocknet, bevor die Froschlarven ihre Entwicklung im Wasser vollendet haben. Nach Abschluss des Projekts soll er durch wissenschaftliche Begleitung und Kontrolle für nächste Generationen erhalten bleiben, dieser einmalige Naturschatz Österreichs. Die geplanten Projekte schützen Österreichs Umwelt und erhalten einzigartige Naturkostbarkeiten für Generationen. Damit werden die ÖBB ihrer Vorreiterrolle als umweltfreundlichstes Verkehrsmittel gerecht, das 92% seines Bahnstroms aus erneuerbaren Energieträgern bezieht und dem Klima somit jedes Jahr über 3 Millionen Tonnen CO2 erspart. Das Ziel ist, Österreich mit der Bahn grüner zu machen und die Gemeinschaft der Bahnfahrer zur größten Umweltbewegung des Landes.